Herzlich willkommen bei Trichter TV, das Fernsehen für die Region Sempachersee. Heute mit der schönsten Frau aus der Region. Ich habe mich extra schön gemacht. Also zum Coiffeur hat es nicht mehr gelangt, aber ich habe mein schwarzes Hemd angelegt. Sarah Wicki, herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Unser Format: 8 Fragen, 8 Stichworte. Wir legen am besten gleich los. Sarah Wicki, du darfst dich gerne geschwind vorstellen, wer du bist, was du machst. Ich bin Sarah Wicki, muss gerade überlegen, 26 geworden im März. Das wechselt ja immer wieder. Ich bin eigentlich ausgebildete Sek-Lehrerin. Ich arbeite jetzt momentan aber in der Moderation vor allem beim Wetter und beim Tele 1. Bin aber immer wieder auch am Schulgehen, also als Stellvertreterin. Du bist Vize-Miss Schweiz geworden, 2013. Wie hat sich dein Leben nach dem Titel, sage ich jetzt einmal, verändert? Also man findet viel mehr auf Google, das ist mal so ein bisschen lustig, wenn du wieder mal googeln gehst. Das ist nicht bei allen so, und bei mir findest du jetzt gleich schon recht viele Sachen, die du vielleicht auch lieber mal nicht gehabt hättest, dass man es findet. Aber sonst ist es eigentlich recht normal, nicht irgendwie mega spektakulär oder ganz anders, als vorher das gewesen wäre. Du hast mit dem Titel Fuß gefasst im Showbiz, ein bisschen, kann man sagen. Kannst du uns dort noch etwas erzählen? Also wie sieht dein Betätigungsfeld in diesem Bereich aktuell aus? Ja, ich habe halt während meines Schweizwahlen den Peter Wick von Medienews kennengelernt und konnte das noch in die Moderation bei ihm hineinschauen. Und er hat gefunden, ich sei geeignet und arbeite jetzt eigentlich schon 2 Jahre bei ihm beim Wetter. Unter anderem parallel ist eben das bei Tele 1 gelaufen, wo ich mit dem Kurt Zurfluch als Sendung moderiere. Und irgendwie eben rutschst du dort ja so ein bisschen rein. Meistens, also ich war jetzt nicht jemand, der das fokussiert hatte. Es gibt einfach Leute, die irgendwie finden, hey, du würdest noch passen, bist interessiert und dann eben plötzlich bist du dort drin und bewegst dich dann halt auch je nachdem mit den Leuten aus dieser Szene, wenn du aufs Showbusiness raus willst. Mhm. Also lernst du schon die Leute auch kennen, weil die Schweiz ist mega klein. Also triffst du immer wieder die gleichen Leute an den Events. Mhm. Gibt es aktuell Überlegungen, dass du fix willst, nur noch das machen, also mit Moderation? Wie sieht es dort aus? Ja, aktuell ist es ganz schwierig. Ich gehe noch reisen, 2,5 Monate jetzt. Und es ist halt so, ich muss mich jetzt in dieser Zeit, bevor ich gehe reisen, noch entscheiden für diverse Projekte, die ich für mich selber noch durchführen will. Oder ja, wo ich noch drin sehe, noch ein bisschen mehr in diesen Bereich, in Medien, Journalismus. Aber konkret kann ich dazu noch nicht wirklich viel sagen. Mhm. Du hast es angesprochen, du hast viele Leute kennengelernt, gleichzeitig immer wieder etwa die gleichen. Welches ist die spannendste Begegnung oder die eindrücklichste Person, die du bis jetzt getroffen hast? Das finde ich noch schwierig. Es ist so, es gibt so viele Leute, die du immer wieder triffst. Und das finde ich eigentlich die Leute, die ich immer wieder treffe, eigentlich spannender, weil mit denen kannst du dich auch wieder eben über die Sachen, die du erlebt hast, unterhalten. Aber eben von Politikern bis zum Raphael Beutel, der ja aus der Region ist. Das sind so Leute, die man immer wieder trifft oder eben einmal getroffen hat. Und ich finde alle recht spannend, weil ja jeder so etwas anderes macht in diesem Bereich. Also, ich finde jetzt noch zum Beispiel den Roger Federer würde ich mega gerne treffen. Und den habe ich noch nie getroffen. Also ich denke mir eher so, dass ich noch überlege, gut, wer würde ich gerne noch lernen können. Da hast du sicher das Glück, weil Roger Federer schaut immer unser Fernsehen. Ich würde sich sicher nächstes bei dir melden. Das wäre super. Zur nächsten Frage. Wie schaffst du den Spagat zwischen Showbiz und Lehrerjob, den du aktuell auch ausübst? Ja, also es sind ja wirklich zwei unterschiedliche Welten. Und ich glaube, es ist mega gut, wenn du beides ein bisschen machst. Wobei ich bin nicht der Typ, der jetzt mega abheben würde, aber ich glaube, du könntest im Showbusiness könntest schon so ein bisschen die Realität verlieren. Weil es sind da schon viele Leute dort, die ein bisschen übertrieben sind, so ein bisschen das Künstliche, so das Aufgesetzte. Und als Lehrerin musst du halt recht authentisch sein, sonst nehmen dich die Schüler gar nicht ernst. Und das ist vielleicht gut, dass man eben den Spagat machen muss. Und mein Umfeld ist ja immer noch das Gleiche. Ich habe nichts gewechselt in meinem Umfeld. Kein Freund, also der Freund ist immer noch der Gleiche. Die Familie bleibt ja gleich. Also es verändert sich dort nicht viel. Und wenn du immer wieder zurückgehst, bleibst du eigentlich recht geerdet, glaube ich. Mhm. Wir haben jetzt angesprochen, den Job als Lehrerin. Was sind dort aktuell deine Herausforderungen? Ja, aktuell bin ich eben nicht im Schulgehen, aber es ist halt schon immer so ein bisschen die Disziplinfrage. Wenn du Schüler oder Schülerinnen hast, die
irgendwie meinen, sie müssen jetzt etwas anderes machen, als dir zulassen. Das ist schon noch eigentlich eine grosse Challenge. Das wäre auch meine nächste Frage gewesen. Was macht Sarah Wicki als Lehrerin, wenn die Schüler mal nicht so gut folgen, wie du willst? Ja, etwas ganz Einfaches ist, wenn sie laut sind, dass sie fast anfangen zu flüstern. Das ist so etwas, was man manchmal vergisst. Aber wenn man mit der Stimme ein bisschen arbeitet, reagiert sie recht gut darauf. Das zum Beispiel. Aber ich bin jetzt nicht jemand, der richtig aus mir rauskommt. Oder sehr selten, dass ich wirklich rumschreien wäre. Das gibt es auch, aber im Mass. Das wären die ersten 8 Fragen gewesen. Wir kommen noch zu den 8 Schlagwörtern. Ich bitte dich, deine Antwort kurz zu halten. Das erste Stichwort ist Region Sempachersee. Es ist immer wieder schön, wenn ich von Zürich zum Beispiel heimkomme vom Arbeiten. Das staune ich immer wieder mit dem Sempachersee, wie schön das ist. Schönheit? Ist recht individuell. Und teils auch eben etwas oberflächlich. So lange braucht Sarah Wicki am Morgen im Bad? Kommt darauf an, was ich arbeite. Wenn ich wirklich beim Fernsehen arbeite, muss ich mehr schminken. Also habe ich entsprechend länger. Und sonst habe ich etwa 10 Minuten. Glauben wir jetzt so? Es ist so. Mein Freund ist der beste, weil? Weil er mich schon mega lange kennt und durch das wir mega gut harmonieren. Also er ist mega herzlich, offen, ehrlich und hilfsbereit. Also wenn ich Unterstützung brauche, ist er rum. Modebusiness und Magersucht? Ist immer noch ein grosses Thema. Solange wahrscheinlich das Schönheitsideal besteht, bleibt es auch eins. Dann nochmal das Thema Sempachersee, Region. Was müssen wir verbessern in der Region? Ich finde, es müssen noch ein bisschen mehr Wohnungen haben, die man zahlen kann. Weil es ist eine schöne Region, die Nachfrage ist gross, aber ich finde, dort fehlt es noch ein bisschen. Deine grösste Enttäuschung? Das ist schwierig. Ich würde mich jetzt selber eher als Glückskind bezeichnen. Ich bin noch nicht so extrem enttäuscht worden, dass ich jetzt sagen müsste, es wäre einschneidend gewesen. Vielleicht so der erste Liebeskummer, den ich mich noch mega daran erinnere. Dann die letzte Frage noch. Sarah Wicki, in 10 Jahren? Kann ich gar nicht sagen. Ich bin ein Familienmensch. Das heisst, es kann gut sein, dass ich Familie habe in 10 Jahren. Ich hoffe es. Aber wenn es nicht der Fall ist, habe ich sicher auch andere Projekte, wo ich am Arbeiten bin. Also langweilig wird es mir nicht. Das wäre es schon gewesen. Besten Dank, Sarah, danke für deinen Besuch im Studio bei uns, bei Weiss Hurni Filmproduktion. Wir haben Sursi ein Filmproduktionsstudio. Denkt daran. Denkt auch daran, unser Fernsehen noch etwas bekannter zu machen, rauszutragen, liken, wenn es euch gefallen hat. Das letzte Wort, wie immer, hat unser Gast, Sarah Wicki. Bitte schön. Merci vielmals euch. Danke, dass ich hier sein durfte. Ich wünsche eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.